Alles klar. Hallo. So, also wir haben Wort gehalten, Frau Seide. Ja, ich will mir eben die Begrüßung machen. Und dann, das ja, dann macht ist das. Frau Löckner, das ist... Ja, zwangsläufig nicht Frau Löckner. Bernd. Auch immer... Da müssen wir die Manschetten. Nee, habe ich nicht. Weil das hier Falten schlägt. Dann muss ich aber da runter. Guck mal so. So einen kleinen Weg nur. Und die andere Seite. Ich darf sie anfassen, ja? Ich werde jetzt hier, zurechtgehüpft. Mein Großvater ist noch 1800 und geboren, Löns 1866, eher ein bisschen später. Und wenn Hermann Löns nach Walsrode kam mit dem Zug und dann durfte er Hermann Löns immer den Koffer tragen, dann kriegte er von ihm immer einen Apfel. Mein Großvater stammte vom Bauernhof mit vielen, vielen Apfelbäumen. Aber dieser Apfel, der blieb dann immer liegen. Besser, naja, wenn meine Großmutter dann sagte so, also Fritz, was ist jetzt? Schmeiß ich ihn weg oder willst du da noch ran, so ungefähr? Nicht? Aber das war immer noch so in Erinnerung an dieses Erzählen meines Großvaters, dass er von Hermann Löns einen Apfel kriegte. Als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Walsrode freue ich mich sehr, dass Sie heute dieser Einladung gefolgt sind, der Einladung der Stadt Walsrode und des Löns-Verbandes. Und ich begrüße Sie alle recht herzlich an diesem Nachmittag zur Feierstunde hier am Lönsgrab. 1893 bereits kam Hermann Löns das erste Mal in die Lüneburger Heide und auch nach Walsrode, in das wunderschöne Land, so wie er die Heide damals nannte. Das wunderschöne Land, das uns jetzt auch noch hoffentlich hält es mit wunderschönem Wetter. Ja, Hermann Löns ist bekannt, Walsroder. Alter Walsroder, beziehungsweise zugereist. War das nicht ein Jäger oder was? Ein Dichter, ein Denker. Der hier geboren ist. Hermann Löns, die Heide brennt, kennt jeder. Ich weiß, dass es irgendein Löns Denkmal, glaube ich, gibt und einen Lönsberg. Hermann Löns, oh, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, wirklich nicht. Ich kann mit dem Namen was anfangen, hat mit Walsrode was zu tun und halt auch ja, Gedichte geschrieben. In 20er, 30er Jahren, glaube ich, hier gejagt hat, gewandert ist. Wenn Sie da ein Stück weiter hingehen, da ist der Hermann Löns abgebildet, als kleine Figur. Weltbekannter Mann, klein, aber auch hoch. Der hat sich hier ganz schön rumgetrieben und die Frauen befriedigt. Ja, war hier im ganzen Kreis bekannt. Sehr heimatverbunden. So, ich... So, ich glaube, wir machen jetzt mal nicht gehen, wenn wir dort weitergehen, weil hier ist ein schöner Baum noch. Ups, kriege ich die Füße nicht hoch. Ist das nicht ein schöner Wacholderweg hier? So ein richtiger Verlobungsweg? Ich glaube, Regina, da musst du mal herkommen. Wir müssen mal ganz dicht beide zusammen hier durchgehen. Komm mal her. Soll ich deine Geliebte spielen? Mach's. So. Das ist doch schön hier. Ja, man muss hier schon ganz schön dicht dran gehen. Ne? Ja, sonst piekst das. Genau, deshalb sage ich ja, das ist hier unser Verlobungsweg. Schaffen wir das noch bis zu meinem Grab? Mal gucken, ob ich da immer noch bin. So. Ich glaube, jetzt können wir uns auch hier oben mal schön hinsetzen. Also ich bin ja am 29. August 1866 geboren und meine Bücher sind ja in 10 Millionen Auflage entstanden und in 8 Sprachen übersetzt. Naja, und hier zum Grab, das wissen glaube ich alle, dass ich ja eigentlich in Frankreich als Kriegsfreiwilliger gefallen bin, gleich beim ersten Sturmangriff und dann praktisch 1934 beim Bauer beim Pflügen einen Stiefel zutage gepflügt hat. In Frankreich, in Le Havre, in Reims oder bei Reims oder Reims.
Und dann hat er den Stiefel gefunden, hat nach einer Erkennungsmarke gesucht. Und als er die gefunden hat, hat er die nach Deutschland geschickt, Regina. Und wer war da am Ruder, wissen wir auch. Der hat auch so einen Bart gehabt, aber ein bisschen anderen als meinen. Und der hat gesagt, den buddeln wir da aus und dann holen wir die Gebeine heim ins Reich nach Hause. Es dunkelt. Nordwind kehrt zurück. Mein Herz umkrallt das Weh. Altweibersommer, kurzes Glück. Und morgen fällt der Schnee. Da. Danke. Bitte. Gut. Ich müsste jetzt mal meinen. Ach, guck an. Mein bester Lönskenner oder der beste Lönskenner aller Zeiten. Das ist ja, sind Sie allein oder haben Sie noch wen mitgebracht? Es ist so viel los in Walsrode. Ich habe schon befürchtet, ich sitze hier mit drei Mann alleine. Weiß man vorher manchmal nicht. Ich habe Feuerzeug, mach die mal an. Ja, bitte, das wäre schön. Tun Sie das. Tun Sie mir einen Gefallen mit. Wollen Sie, hat er Ihnen welche geschickt oder wollen Sie ein paar hiervon haben? Früher hatte man auch im September immer schon Schnee. Und dazu würde ich Ihnen gerne mal jetzt das Gedicht von Hermann Lönz vorlesen. Und das hat er geschrieben 1890 in Münster. Also September. Stiefmütterchen und Rittersporn blühen auf dem Stoppelfeld. Im blumenkahlen Rosendorn Grasmücke Rastung hält. Noch gestern Nacht lag Frost und Reif erkältend auf der Flur. Und heut durchzieht ein Sonnenstreif erwärmend die Natur. Zaunkönig singt am alten Heck sein Liedchen Frühlingsgrün. Doch über meinem Haupte weg die Störche südwärts ziehen. Auf flockigem Gespinst durchfliegt die Spinnenbrut die Luft. Und was der Winter fast besiegt, entflieht der kalten Gruft. Auf mancher Wange hoffnungsmüd erblüht ein roter Schein und manch vergessenes Liebeslied sucht neue Melodien. Geht los! Falleri, Fallera und Juchairasa. Bester Schatz, denn du weißt es ja. Ei, du Hübsche, ei, du Feine, ei, du Bild wie Milch und Blut. Unsere Herzen wollen wir tauschen, denn du glaubst nicht, wie das tut. Falleri, Fallera und Juchairasa. Bester Schatz, denn du weißt es ja. Aber hier ist es schön, die Heide. Und das gelbe Gras, was dazwischen ist, das ist die Drahtschmiede, die sich immer dann ansiedelt, wenn die Humusschicht ein bisschen zu dick ist. Drahtschmiede heißt sie. Drahtschmiede. Und die wird von der Schnucke nicht gerne gefressen, weil sie so hart ist. Und das war ja im Grunde genommen nach der Eiszeit mal ein Birkenbuchen-Eichenwald. Und dann durch das Abholzen ist dann ja eigentlich erst die Heide vor 1000 Jahren so entstanden. Kommen jetzt von weit her und haben dann die Vorstellung, dass sie, soweit das Auge reicht, immer nur Heide sehen. Und dann kommen die her, weil die in der Schule nicht aufgepasst haben, als die Lüneburger Heide dran war.
Und da sage ich immer so, die Lüneburger Heide ist praktisch im Osten mit der Elbe und Hamburg begrenzt, im Westen mit der Weser und Bremen und im Süden mit der Aller. Heide war ja auch um die Zeit Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts eine absolute Modelandschaft. Sie wurde entdeckt zuerst von den Künstlern, später auch von breiten Bevölkerungsschichten und man fuhr in unglaublichen Mengen am Wochenende hinaus in die Heide, in riesige Gasthöfe, die es überall in der Heide gab, mit einem Service, das wird heute keiner mehr mitmachen, in riesigen Schlafsälen mit 200 Leuten hat man übernachtet. Es war ein richtiger Hype, würde man mit einem Modewort oder mit einem neudeutschen Wort sagen, der damals ausbrach. Die Betriebe und das Image der Lüneburger Heide profitiert, denke ich, nach wie vor von Hermann Löns, der mit seinen Schriften ja enorm zur Werbung für diese Landschaft beigetragen hat. Denn er war viel auch in der Heide unterwegs gewesen und seine Gedichte und Schriften über die Heide sind ja noch heute populär in vielen Bereichen. Also das ist ja auch der Teil der Schriften, über die man eigentlich nicht streiten braucht. Die sind zum Teil wirklich nach wie vor wunderschön. So, jetzt gehen wir mal ins Bilderarchiv. Und da werden wir auch wieder was von Herrn Löns sehen. Ja, kommt auch nicht jeder rein. Aus dem Grunde führe ich gerne hier, auch durch unsere Bilderdepots. Ich mache das 3-4 Mal im Jahr. Herrn Löns werden wir relativ schnell finden, weil er guckt uns hier schon fast an, wenn wir ins Depot reingehen. Und Sie sehen hier nochmal auf dieser Wand einige kleinere Abbildungen von Löns, Gemälde, Aquarell, unterschiedlicher Qualität, wie man auch sehr deutlich sieht, und unterschiedlicher Schaffenszeit. Hier ist kein Gemälde drauf, was zur Lebenszeit von Löns gemacht worden ist. Die sind alle deutlich später. Dies ist 1940 gemalt, relativ spät. Sicherlich auch noch irgendeinem Foto und mit einem etwas merkwürdigen Bart. Eigentlich sieht sein Bart, wenn man die anderen Abbildungen anguckt, doch etwas besser aus als dieser. Aber vielleicht hat auch da ein anderer Herr als Vorbild gedient und als Ideengeber. Über die Heide sind wir gegangen. Die Heide war blütenleer. Goldene Käfer flogen schimmernd auf dem Sande vor uns her. Alle Fuhrenzweige blühten. Und die Heidelerche sang aus der wolkenlosen Höhe süß zu unserem Heidegang. Einen Busch von goldenem Ginster hieltest du in deiner Hand, den ich an dem Hünengrabe zur Erinnerung dir band. Zur Erinnerung an die Stunde, die in uns noch lange glüht, wenn an deinem Ginsternstrauße alle Blumen sind verblüht. Die Lüneburger Heide ist in Teilen eine künstlich aufbewahrte Landschaft. Wenn Sie so wollen, es ist ein Landschaftsmuseum. Also die Heide in der Form, in der sie heute propagiert wird, also mit Wacholder und Sandflächen und relativ karg und eben dem Heidekraut und den Schafen darauf, den Heidschnucken, ist eine museale Landschaft, das muss man einfach sagen. Würde man sie nicht erhalten, wäre sie heute schon nicht mehr da. Insofern, ob man es nur künstlich nennt, ich würde es lieber museal nennen, das ist schöner. Thank you.
Heidlerchen dudeln vor Fröhlichkeit. Jeder Birkhahn kullert und tollt. Meine Augen, die gehen wohl hin und her auf dem schwarzen, weißflockigen Moor, auf dem braunen, grün schäumenden Heidemeer und schweben zum Himmel empor. Zum Blauhimmel hin, wo ein Wölkchen zieht wie ein Wollgrasflöckchen so leicht. Und mein Herz, es singt sein leises Lied, das auf zum Himmel steigt. Ein leises Lied, ein stilles Lied, ein Lied so fein und lind wie ein Wölkchen, das über die Bläue zieht, wie ein Wollgrasflöckchen im Wind. Die Leute wollen ihren gemütlichen Löns haben, glaube ich. Den idyllischen Löns. Löns, der bekannt ist mit seinen Gedichten mit Valerie, Valera und Juhairasa auf der Lüneburger Heide. Und ich finde, vielleicht das zu eindimensional. Also Löns hat viel mehr Facetten. Natürlich sind da auch Facetten drunter, die nicht immer positiv sind. Aber ich denke, man muss den Löns auch in seiner Gesamtheit sehen. Erstmal als Mensch seiner Zeit aus dem Wilhelminischen Kaiserreich, der ja, ein Mensch, der auch private Probleme hatte, Alkoholprobleme hatte. Ich denke, er hat versucht, mit seinen Naturerzählungen, mit seinen Gedichten, sozusagen in dieser sich ganz rasch verändernden Gesellschaft sich zurechtzufinden, indem er sich eine Naturidylle geschaffen hat. Das ist das Zimmer, das Hermann Löns mit seiner ersten Frau bewohnt hat, mit Elisabeth Ehrbeck. Selbst die Gardinen sind noch original. Wir können sie leider nicht mehr waschen. Wir wagen gar nicht, die groß anzufassen. So, dann kann man hier, weil das nachträglich eingebaut war, das Zimmer war vorher unten in der heutigen Dölz. Und dann hat man hier oben dieses Kasten reingebaut, die Zimmer mit den handgemalten Tapeten, mit der Wand, mit den Büchern. So, das ist jetzt eine der vielen Büsten, die es von Hermann Löns gibt. Und dies ist die, die wir schon ganz lange hier mit aufbewahren. Und auf der steht hier vorne nur Hermann Löns. Ein schweres Ding, ich vermute Bronze. Ja, und die begleitet mich auch, solange dieses Löns-Zimmer hier besteht. Und ich wische öfter auch mal Staub hier dran. Gut. So. Und hier unten in der Vitrine sind die Originalsachen, Essgeschirr, Kaffeegeschirr, sogar noch mit kleinen Reiterchen für die Messer, was man heute kaum noch benutzt. Das ist auch alles Originalgeschirr von Hermann Löns. Ein paar Gläser noch dazu. So, und dieses Kissen gehört hier hin. Und die Fußbank auch. So. Dann kann Hermann wieder kommen. Mein Lieblingsstück zeige ich Ihnen jetzt. Aufgeschlossen habe ich schon. Hier. Das ist eine Kaffeemütze, die Hermann von Elisabeth geschenkt gekriegt hat und die sie selber angefertigt und bestickt hat. Und hier steht drauf, guten Morgen, Hermann. Eine Tee, für eine Teekanne oder kleine Kaffeekanne. Das Schreibzeug von Hermann Löns mit seiner Tinte, Originaltinte noch. Sie ist nicht ausgetrocknet, weil man sie intelligenterweise versiegelt hat. Sonst wäre sie auch schon nicht mehr. So, die kam hier in die Mitte rein. Das sind jetzt hier Utensilien aus dem Leben und Gebrauch von Hermann Löns. Die Zuckerdose und das Milchpöttchen und eine Kaffeekanne. Verschiedene Gläser, die er auch brauchte zum Weintrinken und sowas. Auch schönen Schnaps. Er schrieb ja tagelang, ohne zu essen, ein bisschen trinken. Aber er schloss sich regelrecht ein und hatte das Gefühl,
Über die Schulter diktiert ihm einer was. Und das ist alles das, was sich hinter diesem Begriff Synästhesie verbirgt. Und dazu gehört auch, dass man mal ein bisschen über den Durst trinkt. Das haben damals alle gemacht. Und ich sage dann immer ganz boshaft, ich will jetzt die Namen nicht alle nennen, aber es gibt Filme mit einer ganz schlechten Fantasie. Es gibt auch Schriftsteller, die man heute noch verehrt, die kleine nackte Jungs mochten. Und es gibt auch viele Leute, wie zum Beispiel Hemingway, die letztendlich sich, die auch zu viel getrunken haben. Falada hat es viel getrunken. Nur Hermann Löns, dem kreidet man das so an. Und dann bin ich richtig böse. Gott sei Dank hat er getrunken. Ihm wäre ja ganz viel verloren gegangen. Hat doch schon immer geschmeckt. Er war ein Trinker. Er hat sehr viele Frauengeschichten gehabt, also hat ein sehr unstetes Leben geführt. War auch geistig oftmals wirklich nicht, Wahnsinn will ich jetzt nicht sagen, aber sehr angestrengt. Er war ein sehr sensibler Mensch offensichtlich. Er ist ein ich glaube, nicht glücklicher Mensch gewesen. Er war ein zerrissener Charakter und sehr sensibel und hat Probleme mit dem Leben gehabt, mit dem Alkohol und im Endeffekt auch mit seinen sozialen Beziehungen. Ich sag mal einfach mit den Frauen. Das ist auch alles nicht so einfach gewesen, weder für ihn noch für seine Frauen. An Freundschaft unter Männern glaube ich nicht, an die unter Weibern erst recht nicht und an die zwischen Weib und Mann schon lange nicht. Zuerst tat es weh, jetzt bekommt es gut. Nun sitze ich hier, Mutterseelen, allein im Schreibzimmer. Heute Nachmittag saß ich im Café, setzte sich ein bildschön junges, elegantes Mädel zu mir, wie das hier so Sitte ist, und sah mich freundlich an. Aber ich bin so herzenskalt geworden, dass ich ohne wirkliche Liebe zu empfinden nichts Nettes mehr anpacken mag. Ich würde sagen, Löns ist ein gebrochener Charakter der Moderne, der ja auch lange Zeit in der Großstadt lebte. Bei Löns hat man sonst immer gleich im Sinn, ja, Löns, Lüneburger Heide, zog als Jäger quasi jahrelang durchs Gehölz oder durch die Heide. Stimmt ja eigentlich so nicht. Die meiste Zeit seines Lebens hat er eigentlich in Hannover verbracht. Und das ist ja nun keine Kleinstadt, das ist ja eine Metropole in der Provinz Hannover gewesen. Und ich denke, er war als Journalist, der er ja war, gut integriert in diesem großstädtischen Getriebe. Eigentlich war er ein Großstädter. Er lief so als Dandy rum, also sehr elegant gekleidet und vielleicht auch, heute würde man sagen, overdone so ein bisschen. Er war ein Bohem. So fühlte er sich auch. Über die Heide geht ein Gedenken, du kleines Mädchen,
jährte sich zum 150. Male der Geburtstag von Hermann Löns, der in Kulm in Westpreußen geboren war. Er war Redakteur und Herausgeber. Er schrieb als Naturfreund und Umweltschützer unzählige Gedichte, Geschichten, Reiseberichte und Romane. In Erinnerung an den Journalisten und Dichter Hermann Löns übergeben wir diese temporäre Stele der Öffentlichkeit. Wir werden sie bei allen öffentlichen Auftritten dabei haben. So, jetzt machen wir das ab. Ja, guck mal. Gut. Nicht wackeln. Na. Super. Und einmal hier zu mir gucken. Und nochmal. Rose Marie, Rose Marie, sieben Jahre mein Herz nach dir schrie. Also ich bin Förstertochter, muss ich jetzt mal sagen. Und ich bin mit Löns Geschichten groß geworden. Und ich habe unheimlich viel Zeit auf der Kanzel verbracht, also auf dem Hochsitz, sagt er normal. Und ich habe sogar, ich habe einmal Schule geschwänzt, weil ich einen schreienden Hirsch vor mir gehabt habe. Und da haben mir die Geschichten von Hermann Löns unheimlich gut gefallen. Das Jagen und das Schießen spielt in den Löns'chen Jagderzählungen eine ganz, ganz große Rolle. Dass das ein Teil, ist, was für Löns wichtig ist, ist das Heranschleichen des Tieres, das Erleben aller Sinne in diesem Jagdprozess. Das ist der erste Prozess der Jagd, sich langsam beobachten, sich heranschleichen. Dann spielt aber auch der Gewaltausbruch die Rolle, nämlich der Schuss und das Erlegen des Tieres. Sozusagen, dass das Naturerlebnis sozusagen auch in eine Gewaltexplosion mündet. Dass zur Idylle nicht nur diese schöne Natur gehört, zur Idylle gehört für uns eigentlich auch die Gewaltbereitschaft und die Aggression. Ich kenne auch Jagdgeschichten, andere Jagdgeschichten, die sind aber nicht so blumig, nicht so farbig, nicht so mitreißend. Das sind dann oft Jagdgeschichten, wo der Mensch über das Tier praktisch die Macht hat. Und das habe ich nie gemacht. Also Hermann Löns hat immer gesagt, ich lasse dem der Kreatur noch das Leben. Also mehr Heger als Jäger. Wenn ich am Schweißriemen der roten Fährte nachhänge oder geschnallt werde und mit hellem Halse hetzte und wenn ich den Bock anspringe und ihn niederziehe und ihm die Strosse durchreiße, dann lacht mein Herz und meine Augen sind blank. Wenn Sie dann diese vielen Jagdgeschichten und Jagdbeobachtungen von Löns lesen und Sie gehen dann mal raus, nehmen sich mal die Zeit ganz früh, dann sehen Sie die Sanftheit und wenn dann Gewitter kommt und die Tiere springen davon, dann, dann wissen Sie, wie brutal das hier in der Heide auch sein kann. Also für mich hängt das dann auch ein bisschen mit dem Wetter zusammen. Aber wenn ich richtig Kummer habe, dann gehe ich in die Heide und suche mir einen schönen, stillen Platz. Und dann vergesse ich auch ganz schnell, was umrum ist. Auch wenn ich dann mal Schießgeräusche höre oder so. Die stören natürlich, aber es muss wohl auch sein.
wobei der Truppenübungsplatz hier aus Versehen ganz nebenbei unsere richtig schöne Naturlandschaft geworden ist. Ne? Was da noch an Pflanzen zu finden ist, das gibt es ja kaum noch. Ne? In ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung liegt aber bei weitem nicht der Hauptwert der Jagd, sondern dieser dürfte noch von ihrer rassestärkenden, rasseerhaltenden Wirkung übertroffen werden. Jede Naturentfremdung führt zu Entartung. Hermann Löns war darauf aus, als seriöser, hochangesehener Schriftsteller zu gelten. Zuerst als Journalist hat er erstmal eine kleine Erzählung veröffentlicht, aber mit seinen Romanen hat er es ja geschafft. Er ist ja auch bei einem angesehenen Verlag untergekommen. Und er sah sich dann innerhalb der Heimatkunstbewegung. Die Heimatkunstbewegung ist, wie der Name ja schon sagt, mit dem Schwerpunkt auf Heimat, die Probleme hatte mit dem Großstadtleben und so ein vitalistisches, natürliches Naturbild dagegen hielt, gegen das, in Anführungszeichen, kranke Leben in der Großstadt. Aber die Heimatkunstbewegung konnte sehr schnell in vielen Teilen von den Nationalsozialisten okkupiert werden. Nicht nur okkupiert, sondern es war ein leichtes, sie in dieses Blut- und Bodenkonstrukt zu übernehmen. Die Kultur drängt unser Volk immer mehr von der Natur ab. Darum greift es begierig nach allem, was es wieder der Natur, dem großen Körper und Seelenbade zuführt. In dem Maße, wie die Jagdleidenschaft zunimmt, werden große, zum größten Teil städtische Schichten des Volkes wieder an die Natur gewöhnt. So ist die Jagd ein wichtiges Mittel, die Schäden der Überkultur abzuschwächen und der Rassenentartung vorzubeugen. Naja, so Blut und Boden und ein bisschen rassistische Ideologie tönt ja durchaus aus seinen Schriften heraus, auch wenn das Löns Fans nicht so gefällt, wenn ich das hier sage, aber das ist einfach so. Wo auf der Erde etwas Großes geschaffen wurde, immer gab blondes Blut den Anstoß dazu. Die Männer aus Nordland gaben den Ägyptern eine feste Verfassung. Ruhe nach innen und Schutz vor den Schakalen der Wüste. Es gibt durchaus halt rassistische Stereotypen in seinen Romanen, auch antisemitische Vorurteile in seinen Romanen. Und diese Gedankenwelt hat dann halt vor allem nach dem Ersten Weltkrieg dann auch zum Herausbilden des Nationalsozialismus geführt. Also ich würde nie so weit gehen zu sagen, Löns sei Nationalsozialist. Das geht nicht, wenn jemand 1914 gestorben ist. Aber er steht in einer Gedankentradition, die zum Nationalsozialismus geführt hat. So konnte das Volk im Frieden sein künstlerisches Temperament bebauen. Das ist überall so gewesen. In Indien, in China und danach auch am Euphrat und am Nil. Blond führt und schirmt. Braun erfindet und schafft. Löns ist für mich die abwechslungsreichste Literatur, die ich gelesen habe. Und wenn Sie den Werwolf mal gelesen haben, dann ist Ihnen klar, warum aus einem ganz liebevollen, treuen Mann ein, sagen wir mal ruhig, ein wilder Bursche wird, weil man ihm so viel Leid angetan hat. Aber wenn Sie zum Beispiel das zweite Gesicht lesen, dann sehen Sie ja die Kehrseite der Heide. Ja, in einigen seiner Schriften ist er sehr im rassistischen Blut und Boden ideologischen gelandet im Endeffekt. Das sind die kritischen Sachen, die man, die Kritiker auch heute sicherlich zu Recht auch in Teilen anführen. Auf der anderen Seite bleibt eben das, was er an Dichtung auch an Positiven hinterlassen hat. Und diese beiden Sachen widersprechen sich. Aber das ist ja, wie soll ich sagen, geht ja vielen Menschen so, ob sie nun bekannt sind oder nicht. Es gibt immer mehrere Seiten einer Persönlichkeit. Die Krieger umstanden die Bahren im Kreise. Sie sangen die dunkle Racheweise. Sie sangen das alte böse Lied von dem roten Hund, der auf Raub auszieht. Die Hörner heulten, die Schilde klangen, die Weiber schrien, die Krieger sangen. Der Zauberer schwang das brennende Scheit und weihte die Toten der Dunkelheit.
Hochinteressant ist ja auch das, was mit ihm dann nach seinem Tod passierte. Im Endeffekt kann man sich ja überhaupt nicht sicher sein, ob seine Gebeine tatsächlich echten Gebeine irgendwo ruhen, zum Beispiel in Walsrode. Ich kann es Ihnen nicht mit Bestimmtheit sagen. Der Sarg, beziehungsweise das, was aus Frankreich noch nach Deutschland gekommen ist, ist dort begraben worden. Ich habe noch mal eine Frage. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, ob nun Hermann Löns im Tietlinger Wacholderheim beerdigt worden ist. Ja. Man könnte das ja sehr schnell klären, wenn man sich bereit finden würde, dort eine DNA-Probe zu nehmen und die dann sozusagen vergleichen, und dann würde eine Diskussion sozusagen erloschen sein. Ja. Wir erleben das nicht nochmal, dass da eine DNA-Analyse gemacht wird. Wer will das bezahlen? Erstmal raus, ob der Landkreis die Genehmigung dafür gibt, den Löns da in Anführungsstrichen herauszuholen. Das ist die zweite Frage. Auch die Urkunde von Adolf, die da unten drin ist und so weiter. Ich glaube nicht, dass das irgendwie genehmigt würde. Ich kann es nicht sagen, wie das sagt. Da wollen wir auch gar nicht dran rückeln, und wir können mit dem Geld viel was Besseres anfangen, als das zu erforschen, ist das oder ist das nicht. Für uns ist er das. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht klein, dass das nicht seine Gebeine sind, die da liegen. Uns Löns-Freunden ist das sowas von egal, ob er da liegt oder nicht. Wir sagen immer, ein für sein Vaterland gefallener Soldat ist es wert, dass man ihn ehrt. Und für uns ist es gut, wie für jeden, der seine Toten beweinen, ehren möchte, wie immer auch, ist es wichtig, dass wir eine Anlaufstelle haben. Und für uns ist das das Hügelgrab dort. Meine Augen, die gehen wohl hin und her, auf dem schwarzen, weißflockigen Moor, auf dem braunen, grün schäumenden Heidemeer und schweben zum Himmel empor. Was da sozusagen dazu kam. Wie kann die Lönsche Natur- und Jagdfeld begriffen werden, und was kann das mit einem machen? Möchte ich mal kurz aus eigener Erfahrung plaudern. Wenn ich beispielsweise beim herbstlichen Durchstreifen der Heide ab und zu ein lönsches Pilz-Moos-Ensemble erspähe, dann geht es mir durch und durch. Hier geht es mir ähnlich wie Hermann Löns, als er verriet, mein Lieblingszitat, ich konnte vor Freude über die Pracht des maigrünen Buchenwaldes, hier über die Pracht des Pilz-Moos-Ensembles, der Pilz-Moos-Inszenierung, nasse Augen bekommen. Also welch eine Chance, dass solche Wahrnehmungen einem richtig nahe gehen, dass diese Wahrnehmungen ja zu einem eigenen werden, zu einem eigenen Bedürfnis, damit das immer wieder so in dieser Intensität erlebt werden kann. Herzlichen Dank. Thank you.
Ich bin jetzt fertig damit. Ja? So. Tschüss, Hermann. Gut. Das Beste am Norden ist unser Reizklima.